Prösterchen. Pröstchen, Stößchen. Gutes Gelingen, ne? Auf. Mhm. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das ist meine Freundin Maddie und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Trashy eingetroffen und ich brauche Verstärkung und deswegen ist Maddie hier am Start. Und wenn du Bock drauf hast, dich mal so ein bisschen durch diese 25 Kilo Geschichte zu stöbern und Sammy auch zuzuhören, wie der hier rumläuft. Ach, den sieht man, glaube ich, sogar. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 13 Mädels auf YouTube haben sich zusammengetan, um ihren Müll zu tauschen. Und aus diesem Grund sind wir hier zusammengekommen. Und da ich das nicht alleine bewältigen kann, bist du jetzt hier. Genau. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wie das wird, aber das wird schon. Das wird schon, das wird schon. Ja, und was sind die Regeln von Trashy? Wir haben Sachen, die wir irgendwann mal aussortiert haben, in Trashy reingepackt und wenn sie wieder zurückkommen, nehmen wir sie wieder raus, packen dafür neue Sachen rein und wir können uns alles rausnehmen, was in diesem Paket ist. Das heißt, wir können uns auch die ganzen Taschen und Boxen und allen Pupsfallera rausnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, toben wir uns doch schon mal so ein bisschen aus, ne? Ja, also ich starte mal mit so einer wunderschönen, ganz federleichten Snackbox hier. Oh, da fällt mir schon direkt hier so ein Puffelfier entgegen. Zack. Federleicht. Federleicht, ey, ohne Scheiß, ne? Ich muss das mal eben zur Seite stellen, sonst haben wir gar keinen Platz zum Gucken, das sag ich dir. So, ich sehe Paletten, Leute, ich sehe Paletten. Ach du je. Jo. Das ist eine Palette, da habe ich auch schon ein Video zu gedreht. Seattle London ist eine Marke, die haben wir öfters mal so in Beautyboxen auch drin vertreten. Ja. Und das ist eine recht neutrale Palette. Ich weiß nicht, wie du so zu Lidschattenpaletten stehst. Ich habe auch welche, ja. Auch, Ciao. Ich heb das mal. So, bitteschön. Dankeschön. Ja, das ist nudig, ne? Eine sehr neutrale Palette, ja. Aber sie ist schön. Also ich habe mich ja auch erst immer nicht so an Farbe getraut, aber ja, seit Claudi, der Paradiesvogel. Mittlerweile. Genau. Das ist auch nicht von Anfang an gewesen. Ich weiß gar nicht, damals, hast du mich ganz damals kennengelernt? Nee, oder? Da warst du gar nicht in der Clique, nee. So mit bei, ne? Als ich da noch so meine Punk-Zeiten hatte. Oh Gott, nee. Nee. Claudi mit Kelanitengürtel, also nie. Nein. Gesehen, nein. War traumhaft. Ja, also das jetzt ist wirklich die Palettengeschichte. Das ist jetzt hier so eine kleine von Elle. Ja, das ist jetzt von Hypoallergenic Belle eine. Das ist auch ganz süß, aber ich bin halt wirklich, wie man schon sagt, ich bin ja eher der Paradiesvogel. Ich bin sehr bunt, was die Schattenpaletten so angeht. Deswegen. Yves Rocher. Genau, die kenne ich jetzt so auch nicht. Ich habe auch eher immer gedacht, dass sie so, ja, ein bisschen Yves Rocher Kosmetik hatte ich schon so. Lippenbalsam oder so, wer so einen leichten Ton hat oder zum Abschminken, sowas, aber dass sie auch richtige Paletten haben, wusste ich jetzt auch nicht. Da hast du wahrscheinlich auch die klassischen Postwurf-Sendungsgeschichten. Genau, mit sich, ja, so sind natürlich. Ja, sogar mit, warte, ich zeig's euch mal, mit Anleitung, wie man was am besten schminken kann am Auge. Ja, der krasseste Ton ist, würde ich jetzt sagen, der türkise Ton. Hier von Essence, die Bronze the Wake Geschichte, also wunderschön. Ich wollte die damals auch immer haben, aber mich hat immer dieser grobe Glitzerton abgeschreckt. Make-up Obsession. Dusk. Keine Ahnung. Irgendwie so ein Vieh. Hübsch. Also ich finde die von der Umverpackung her richtig schön, ne? Die ist echt hübsch. Da kannst du schon gut was mitmachen, aber mir persönlich wäre die zu dunkel. Ja. Das muss ich sagen. Ich habe es auf der Zunge liegen, die Marke aber. BH Cosmetics? Genau. Hm? Und das ist so eine ganz kleine, mit 16. Auch ganz niedlich, kleine Fännchen. Rund. Ja. Sieht auch. Also ich glaube, wenn du so einen kleinen Kurztrip machen würdest und für die kleine Handtasche für ein, zwei Tage. Kannst du auf jeden Fall was mitmachen. Ist sehr dunkel, finde ich, ne? Ja, das stimmt. Also du musst schon auf diesen etwas harten Lidschatten stehen. Auf den harten Lidschatten? Ja. Weißt du Bescheid, ne? Ja. Die hier wollte ich mir immer kaufen. Deswegen bin ich gerade echt hart am Überlegen. Die Riviera von Anastasia Beverly Hills. Ohne Scheiß, ich habe so viele von Anastasia Beverly Hills gerade aussortiert. Aber ich glaube, die hat es mir gerade echt angetan. Ist scharf, oder?
Aber das passt wieder total zu dir. Ja, ne? Und ich glaube, dieser Pinkton wird nicht lange überleben. Nein. Anastasia. Habe ich jetzt auch so noch nie gehabt. Subculture. Von der Palette. Was ich ja jetzt eigentlich total interessant finde, oder für mich persönlich selber, sind jetzt so ja, dunkle Grüntöne oder dieses Senfgelb, ne? Wie ist die von der Handhabung? Kennst du die? Also das hier ist immer so dieser kruppige Ton, Electric, das ist nämlich eher so ein Topper-Ton, aber der hat jetzt schon so ein bisschen Hardpan tatsächlich schon drin. Das ist ein schöner Ton, wirklich, ne? Aber der ist immer ein bisschen schwierig. Also die Subculture ist ja eine von den Anastasia-Paletten, die wirklich nicht ganz so gut immer weggekommen sind in der Kritik. Pixie by Petra, Rage Loves. Das ist so eine, oh ja, auch so eine richtig coole Palette, so eine Highlighter-Palette. Also als Highlighter-Palette ist mir die einfach zu bunt. Ich benutze auch eigentlich immer nur eher so Champagnerfarbenen. Also die ganz hellen, das ist schon, also da musst du auch... weiß ich nicht, auf was für eine Party gehen. Das ist echt so. Da sind wir zu alt für solche Partys, oder? Weiß ich nicht. Oder wir müssen sie mal wieder feiern. Das kommt jetzt wieder, Claudi. Oh, ich brauche unbedingt einen Schluck Sekt. Ja. Dann machen wir doch nochmal Stößchen. Stößchen. Ja, und ich habe hier jetzt eine Highlighter-Palette von Catrice. Ja. Recht öde, oder? Ja, also das ist nichts. Soll ich jetzt auch mal meinen Finger da reinhalten? Soll ich auch mal meinen Finger reinhalten? Das ist halt einfach zu blass. Ja. Oder vielleicht für Anfänger. Da hat Catrice echt coolere Sachen. Ja. Morphe und Medizikla. Auch da habe ich damals überlegt, auch wenn die von außen echt freaky aussieht. Aber ich unterstütze leider kein Morphe mehr, deswegen werde ich mir die nicht rausnehmen. Aber die ist schon geil, ne? Oh ja. Oh ja. Die ist echt hübsch. Hm. Das ist ein Regenbogen, ne? Ja. Ja, Claudi, diese Marke kenne ich auch leider nicht. Icon Mini, das ist auch eine Marke, die jetzt nicht so super bekannt ist. Das ist so eine, ja, die war mal in der Glossy Box drin, Palette. Die macht. Ja. Muss ich schieben, aufziehen. Aufmachen. Und sieh so, ich breche mir mal kurz die Finger, okay? Oh je, ja. Also, das ist für eine schnelle Kosmetiknummer. Für also, eine schnelle Nummer. Ja. Genau. Sag's, wie es ist, Madine. Für eine schnelle Nummer. Ja, die ja, also da kannst du wirklich nur einen Look von schminken, würde ich sagen. Und die ist genauso. Oh ja. Ja, und dann haben wir hier noch so einen Regenbogen von Revolution, die ist mir aber einfach zu gross. Also Revolution ist nicht mein Ding. Schade, Schokolade. Ja. So nämlich. Hoppala. Und er so, ich lieg da einfach. Ist okay. Ist ja nicht so, dass wir keinen Platz haben, ne? Nö, dieser Raum ist so winzig klein, Sammy, aber er will dabei sein, ne? So, hier habe ich jetzt etwas, keine Ahnung, was das ist. Morphe, okay, es ist eine riesige Lidschattenpalette. Was? Und ich habe erst mal eben gedacht, das wäre hier eine iPad-Tasche oder so. Einfach mal eine riesige Lidschattenpalette. Wahnsinn. Ja, kannst das ganze Dorf mit anmalen, ne? Ja, ne? Eine schöne To-Go-Palette, muss ich sagen. Ja, mal für eben so. Ja, Palette schnell, rein, ne? Handtasche voll. Also so eine große Kulturtasche habe ich nicht. Nee, ne? So, jetzt darfst du die in der Box aussuchen. Wenn grün, das finde ich doch schön. Also sie ist schon sehr schwer. So. Eine Pflegebox. Eine Pflegebox. Was ist das denn? Aha. Irgendwas gegen Falten. Line Smoothing. Also das macht die Linien... Hier, Problem Deep Lines. Dein Problem sind tiefe Linien. Sammy. Sorry. 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 Junger Mann. Ja, ist furchtbar. Ja, das ist ein bisschen schmutzig hier. Aber, ja, von Dr. Goldfaden, ne? Ja. Nö. Muss jetzt nicht. Ich habe hier was von Make Prem. Peel Me, Radiance Peeling Sleeping Pack. Sowas finde ich crazy. Micro Trends Moisture. Ja, das ist irgendwas Peelendes, wahrscheinlich irgendwie mit AHA oder BHA, also dass du es quasi dann über Nacht drauf lassen würdest. Da habe ich ja wundervolle Sachen von Dalton. Übrigens, wenn ihr dieses Video seht, Leute, bin ich in Malaga mit Dalton, ja. Und dann gilt auch mein Code PowerCloudy für 25% Rabatt auf alles, also gönnt euch hart, ist in der Infobox verlinkt, ne? Wenn ich jetzt richtig liege, ist das eine Nachtcreme, eine Nachtmaske? Hatten wir nicht mal, nee, das war Mary Kay, ne? Da hatten wir mal so einen Schmink bei Jules. Genau. Also Nachtmaske. Also das trägst du dann wie so eine Gesichtscreme auf und dann... Aber ich bin Bauchschläfer, bei mir ist das irgendwann im Kissen. Ja, nee.
Auch hier haben wir wieder ein Peeling-Gedönsen von Balance Me BHA. Das ist halt so Salicylsäure, also in dem Sinne gegen Unreinheiten. Das ist auch wieder eine Maske. Ja. Aber sagt mir auch nichts. Ja, das lässt du auch drauf. Also Mood Maski ist so eine Maske aus Holland und passt natürlich jetzt Frühling und so weiter, ne? Aber ich bin halt jemand, ich schmink mich so gerne und das kannst du mit solchen Produkten eher wenig gut. Ja. Und wenn du das dann über Tag drauf lassen sollst, ja, hier habe ich was für die Nacht. Dr. Eve Ryoth, Vitamin C und Hyaluronsäure. Kannst du dir halt über die Nacht drauf machen und hast dann schöne Feuchtigkeitspflege. Eine Peeling-Maske. Also viel mit diesen ganzen Peelings-Geschichten, ja, ne? Aber da haben wir auch wieder, glaube ich, mit BHA war die, glaube ich, Brightening, nee, AHA. AHA ist ja so Anti-Aging. Ja, die lässt du dann für eine gewisse Zeit drauf und versteht die dann runter. Obwohl halt, mit diesen Peeling-Körnern lässt du das erst einwirken? Nee, also, das ist chemisch. Also das chemisch. Ist gar nicht physisch sondern, oder mechanisch, sondern das ist chemisch. Und das lässt du dann einwirken, je nachdem. Also bei sowas würde ich immer, ich habe euch hier im i mal so ein Video gemacht, ne, mit Dalton zusammen, übrigens auch in Kooperation. Und ich gucke auf das i. Ja. Ich dachte gerade, hä? Was für ein i hier? Ja, der Sekt wirkt schon, ihr merkt das, ne? Ja, das, da habe ich auch erklärt, die, so die Unterschiede zwischen mechanischem Peeling und chemischem Peeling. Ich verwende lieber chemische Peelings, bei mechanischen Peelings, es schrubbert mir im Gesicht zu sehr. Am Körper gerne mechanisches Peeling, gönne ich mir hart. Aber im Gesicht, das ist mir, nee, und da nehme ich gerne sowas. Und AHA ist halt so, ja, tatsächlich Anti-Aging, ne? Macht dir die Linien schön weg. Kennst du diese Marke? Ja, mit Madara habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Das ist eine ganz schöne Naturkosmetik. Die ist sehr angenehm. Und da musst du halt vorsichtig anfangen. Ne? Wenn du noch nie so viel AHA verwendet hast, würde ich die dann erstmal so ja, 5 Minuten erst einwirken lassen, dann abspülen und dann in der nächsten Woche dann nochmal so 5-6 Minuten, ne? Immer wieder vorsichtig rantasten, aber du siehst da immer recht schnell schon Ergebnisse. Okay, dann probiere ich das doch mal einfach aus. Jo. Da habe ich von Imperfect, eine französische Marke, Mask Peeling. Also auch hier eine Peeling-Maske for Glowing Skin. Also hier haben wir gerade wirklich die Peeling-Geschichte gefunden. Das ist die gleiche Marke wie von eben. Und das ist, glaube ich, das Nachtserum, richtig? Mhm. Ja, mit PHA. Ja. PHA ist die ja, ziemlich mildeste Variante, was du an Säuren so haben kannst. Also es gibt AHA, die Fruchtsäure, BHA, das ist Salicylsäure und PHA, was auch immer das übersetzt heißt. Aber das ist die mildeste Version, wenn du halt wirklich so anfängst, überhaupt dich mit Säuren zu beschäftigen. Ja. Ja. Wenn du eine ganz, ganz sensible Haut hast. Aber du hast eigentlich nicht so eine super sensible Haut, ne? Nee. Also ganz normal weg, ne? Ja, ganz normal weg. Ne? Noch mehr Peeling hier. E-Cooking, auch eine schöne Geschichte. Hier haben wir drin enthalten AHA und BHA. Und auch wieder hier eine Peel-Off-Maske. hier hinten steht extra drauf, bitte sofort abwaschen, wenn irgendwas brennt. Ich habe zu viele Gesichtshärchen für sowas, das geht nicht. Dann habe ich von Sukin ein Cleansing Gel, das ist doch, irgendwer hat sich gedacht, alter Schwede, wir haben ja so viele Säuren drin, da müssen wir auch mal ein bisschen was Chillendes reinpacken. Das ist einfach ein Reinigungsgel für sensible Haut geeignet, ja. Lady Green Paris, Paris, Paris. Paris. Dann habe ich Ole Henriksen hier mit drin, Banana Bright Vitamin C Serum. Diese Waschreinigung nehme ich immer gerne noch nach dem Abschminken unter der Dusche. Sehr geil. Alles von Claudi gelernt. Double abgeguckt. Double Cleansing, genau. Ich glaube, hier habe ich so ein Säckchen, wo ganz viele Säckchen drin sind. Und das habe ich eben schon zu Madi gesagt. Irgendwer hat das nämlich auch reingelegt. Ich habe eine Freundin, die arbeitet beim Kindergarten und die freut sich immer über solche Säckchen. Und was ist das? Was ist das? Von Burger. Ich habe keine Ahnung. Mädels, schreibt das gerne in die Kommentare. Und Tee. Kamille, Zitronenmelisse und Lavendel. Also nee. Nein. Eine Purish Bag. Wir gucken mal hinein. Pflege. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Ja, dann nehme ich doch mal das von Alverde. Ja, was haben wir hier? Körperlotion mit Bio-Granatapfel für anspruchsvolle Haut. Mhm. Soll mir das jetzt sagen?
für schon faltige Haut? Oder also, was? Ich glaube, wir haben selber faltige Haut, deswegen kann man das auch so sagen. Ne? Ja, Alverde ist jetzt nicht mein Ding. Nee, ne? Die würde ich dir empfehlen zu nehmen. Ansonsten würde ich sie rausnehmen und quasi in die Grabbelkiste für die Mädels packen. Ich habe die nämlich gerade fast aufgebraucht. Okay. Und ich finde die richtig geil, muss ich wirklich sagen. Das ist von Garnier Body Superfood Körperpflege, 48 Stunden reparierende Body Butter, so lange fühlt sowas. Ja, Butter, nicht. Body Butter bin ich sofort dabei. Kakao und Ceramide, ja, dann riech mal. Riech mal, wie geil die ist. Und ich finde die so toll, die macht echt gute Haut. Oh. Also, das ist Maddis. Ne? Und Ceramide sind so unterschätzt, Leute. Die ist so gut, das ist richtig hautreparierend und so. Und wenn, also da der Kakaoduft, das ist ein ganz neues Produkt. Ich weiß gar nicht, wer hat die denn da reingetan? Wer war denn? Alina, hast du die reingetan? Du warst vor mir dran. Ich denke schon. I see you. Und Sammy ist auch am Start. Man sieht ihn sogar. Oh, kleiner Mann. Kleiner Mann. Ja, ich bin auch mit dabei. Jo, ich hab doch kein Leckerchen. Und du hast deine ganze Schublade voller Leckerchen. Achso, darf ich da mal reingucken? Ja. Sammy weiß das ganz genau. Er sagt, lüge mich doch nicht an, Maddi. Du sitzt doch an der Quelle. Ja. Will er nicht. Doch. Doch. Er ist halt nur super vorsichtig. Nein, auf ein Bein kann man nicht stehen. Hier habe ich was von My Little Beauty, Lemonade, Masked Visage. Die habe ich schon mal leer gemacht, glaube ich. Ich glaube, die nehme ich mir auch wieder raus. Das ist einfach eine Vitamin-C-Maske. Cool. Also ich habe hier nochmal wieder Alverde, eine Körperlotion mit Zitronen-Melissenduft. Also diese Zitrusdüfte sind leider nicht meins. Meins auch nicht, eigentlich. Bei Masken, die sind ja ruckzuck wieder abgewaschen, ist ja dann weg. Biana, das ist eine Tagescreme. Nö. Von Syos, eine pflegende Haartönung, okay. Ich glaube, für dich zu hell, war. Ja. Dann haben wir hier Haarspray drin, nee, Haarlack, nehme ich raus. Irgendwer von meinen Mädels möchte immer ganz gerne Haarlack haben. Oder möchtest du gerade Haarlack haben? Nein. Okay. Hier haben wir noch von Balea ein Trockenshampoo. Ich weiß gar nicht, die Dani hatte mir eins empfohlen. Das hattest du ihr, glaube ich, empfohlen vom Rossmann. Mhm. Also ich bin eigentlich nicht so der Trockenshampoo-Typ, aber wenn es dann doch mal Kleinkindern... Das hat man eben schnell. Die Frau hat zack, zwei zack. Davon. ist das dann doch mal ganz gut, dass man noch ein bisschen Turn hat? Du? Ich oder pack das zur Seite. Genau. Die Mädels, die fragen immer nach Trockenshampoo und dann habe ich was. Das ist auch Trockenshampoo. Langer Mädchen. Ja. Pure Frische. Geht auch weiter. Da sind die also. Ja. Upsala. Viele Muttis bei uns, ne? Viele junge Mädels. Junge Mutter, Mütter. Wir sind alle junge Mädels. Und einmal von L'Oreal ein Feuchtigkeitshaarspülung, Haarspray. Leave-in-Ding. Ne? Also was man ins nasse Haar einsprüht. Aber da habe ich mir jetzt gerade noch einen Bottich bestellt. Und von daher... Guck mal, da haben wir schon ganz schön viel leer gekriegt hier. Definitiv. So, Trashy darf abspecken. Es wird ja auch Sommer. Bikini-Figur. Yes. Ein Tarkini geht auch. Also, ja. Wir müssen ja nicht ganz übertreiben. Ja. Ich glaube, das hier dürfte die Maskengeschichte sein. Da werde ich so viel rausnehmen, weil die Mädels fragen immer nach Masken. Aber da Maddi hier ist, ne, hat sie natürlich Vorgriffrecht. Ja, Sammy, du auch. Natürlich. Wenn du eine Maske haben möchtest. Echt. Und er so rückwärts kann, rückwärts kann. So, und du kannst mir vielleicht auch, wenn du sagst, okay, das wäre vielleicht für meinen Hauttyp ganz gut. Aha. Ja, die ist geil. Die hatte ich auch selber schon mal. Tuchmaske getränkt mit in Ampullenserum mit Vitamin C, bla bla. Antimüdigkeit kann man immer gut gebrauchen. Das ist halt Ananas. Und die hier von Garnier, die sind so geil. Die sind nämlich richtig schön dünn. Also, wenn du willst, könnt ihr haben. Weil sowas... Ich habe hier eine Maske. Also, passt ja farblich, ne? Würde ich mal sagen. Und das ist eine Tiefenreinigungsmaske. Magst du Kokosduft? Ja. Dann gönn dir die. Okay. Das ist eine Balea-Kokosmaske und die gibt Feuchtigkeit. Das ist eine gute Geschichte. Ja, immer. Boah, wer hat denn so geile Tuchmasken hier reingetan? Mädels, wie cool seid ihr? Also Lavendelduft ist auch nicht so meins. Magst du Kurkuma-Duft? Das ist ein bisschen würziger. Okay. Also es muss man wirklich mögen. Und Kaffeeextrakt ist hier mit drin.
Ich hatte die auch in der Schwangerschaft mal verwendet. Das ist, also in der Schwangerschaft ist mir da ein bisschen schwindelig von geworden, aber... Nee, dann darf die gerne also weiter. Also gut ist die auf jeden Fall. Das ist halt so eine Limited Edition von Balea. Manchmal haben die ja ganz geile Fliese, dass du die so schön dünn hast, aber manchmal ja. Sind die auch ein bisschen dicker, ne? Um es kurz zu machen, Leute, wir nehmen sie einfach alle. Es muss gespeckt werden. Du hast ja schon ein Glas hier. Ja, ich nuckel da auch nicht so lange dran rum wie du. So, hier haben wir... zwei schöne Handymüllen. Eine My Little Box, die... Warum? Ach so, für Nicole Nina Wien. Okay, jo. Komm, jetzt nehmen wir wieder so ein Specki. Nein, Sammy, du bist kein Specki. Warum sitzt du eigentlich da? Komm mal hier hin, dann sieht man dich auch. Und er so, nee, das kriege ich so nicht auf die Reihe. Kriegt er auch nicht. Ich dann ist schon schön geschleimt, deswegen sitzt er bei mir. Ja, ne? Oh, wieder Lidschattenpalette. Und alles Mögliche. Oh, die hätte ich eigentlich auch reingetan von Zoe, war die Aristo. Oder Artisto? Aristo. Aristo. Wobei, das ist, glaube ich, die Face-Palette, oder? Die habe ich, ich habe auch so viel aussortiert. Ja, das ist die Blush-Palette. Ja, das ist aber krasse Farbe, ne? Mhm. Also Kupfer. Bock auf Kupfer? Da brauchst du aber richtig schon dunklen... Toll. Sonst gib mir die mal mit für den Sommer. Ich mag das ja. Ja, du bist ja auch ein bisschen vom Ton her etwas dunkler als ich. Ja, aber mach doch Tube, ne? Also ist nicht nur Natur. Nicht nur Natur. Vielleicht für Megaton, eine Megaton-Palette? Nee, das ist so eine mit, ja, auch relativ kleinen Fändchen. Also jetzt nichts für mich. Zwei für eine Box. Also, auch von Catrice. Ja, ich würde sagen, ja, schnell, hast du schnell hier so einen etwas lileren Smoky Eyes. Aber leider ist das, wenn du es aufs Auge gibst, eine einzige Matschepampe. Ich habe die nämlich auch schon ausgetestet, ja. Und das ist leider vollkommen undefiniert. Also sehr, sehr schade, weil da kann Catrice tatsächlich mehr, ne? Also die sind eigentlich... Ich mag Catrice auch sehr. Ja, die haben echt geile Sachen sonst, ne? Revolution! The Emily added the wands. Was möchte Emily denn? Gucken wir mal. Die Farben möchte Emily gerne haben. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also jemand mochte auch super gerne die... Ich wollte gerade Cordula dazu sagen. Das ist Corduroy oder so. Aber Grateful hätte ich jetzt zum Beispiel richtig geil gefunden. Also das ist ein Ton, Leute. Den feiere ich persönlich ja schon ziemlich hart, ne? Das ist ein ganz toller Ton. Aber it is und bleibt Revolution. Und da bin ich halt einfach ein bisschen zurückhaltend. Die Umverpackung ist sehr hübsch. Von innen doch, ja, dunkel und nudig und kupferig, würde ich sagen. Ja, außen hui, innen, naja, öde. Look by Bipa, das ist eine Marke aus Österreich. Ich bin eine Blassnase, Leute. Und ich hatte diese Palette auch schon und die ist mir zu hell. Ich sag's, wie es ist. Ich habe hier von Catrice die Cruella de Vil Palette. Uhu. Beziehungsweise Highlighter Palette. Mhm. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Beziehungsweise der eine Ton extra, ne? Den finde ich ja geil. Ja, den feiere ich auch. Aber das ist halt eben das Problem, wenn du halt so Face-Paletten hast, ne? Guck mal, wie geil der aussieht. Ja. Aber das ist halt einer von dreien. Und den einen Ton, den würde man wohl verwenden, aber die anderen beiden, die würden bei mir versauern. Nimm mal mit. Ne? Und ist auch süß mit Cruella drauf. Komm schon. Bist du mit uns auch karnevallos gewesen als Cruella? Na klar. Ja, ja, stimmt. Ich war nicht so ganz auf der Höhe. Kein Problem. Und ich war nüchtern. Stimmt. Ja, okay. Essence Ho Ho Ho. Das ist die Lidschattenpalette, an der man gemerkt hat, dass Essence die Qualität enorm verändert hat. Ich wollte sie damals haben. Ich wollte sie wirklich haben. Und jetzt habe ich sie hier und denke mir, es ist nicht so ganz meine Farbrange. Aber ich glaube, ich behalte die. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Ja, guck mal. Fass die mal an. Bestimmt butterweich. Mhm. Oh ja. Mhm. Das macht Spaß, ne? Oi! Ach, sorry, Leute, ich habe aber ziemlich raue Hände. Und ich so? Oh ja! Geil, die Wahl. Mhm. Aber das ist auch so, du magst dieses mega glitzerige, kupferige. Ja, ne? Ich mag das. Also bei mir darf es gerne knallen. Ja, also ich meine, die ist zum Beispiel jetzt auch das Grüne, aber die hat, na, ich finde das mega schön. Man versucht es ja auch ab und zu mal ein bisschen nachzuholen.
schminken. Klappt man natürlich nicht immer. Oder so, dass das so schön aussieht. Naja, das ist ja auch nicht jetzt von, ne? Mach's ja auch über die Jahre hinweg. Jetzt brauche ich aber auch mal ein Tuch hier. Was ist das denn? Hab ich so angemalt. Bronze Lights. Von, ich glaube auch Revolution müsste das sein, oder? So, ja. Ja. Auch ganz, ja, unspektakulär. Nude-Paletten sind halt irgendwie echt so ein Ding, ne? Ja, weil man hat vielleicht ein oder zwei schon auch schon zu Hause, ne? Und dann braucht man da nicht noch zigtausend andere. Es sei denn, du hast halt irgendwie, ne, eine mega krasse Qualität oder so. Oder die Umverpackung ist vielleicht auch mal ganz geil, ne? Dann richtig. Sagst du halt doch, komm, dann nehme ich noch die 51. Von Relove Revolution habe ich hier die Shadow Palette Fantasy. Die könnte ganz geil aussehen, aber ich bin leider nicht so... Ich mag, also, die kickt mich nicht so. Das ist Huda Beauty Winter Highlighter Palette. Oh jo. das würde ich sagen, schreit nach Weihnachten. Definitiv. Also, nee. Zu bunt, ne? Das ist nicht so ganz alltagstauglich. Nee. Das ist auch so eine Klassikerpalette von NYX, die Highlight and Contour Palette. Das hat irgendwie gefühlt jeder auch so in seinem Make-up-Kit drin. Jetzt hör weiter, ich wollte dich nicht stören. Ist okay. Und ich glaube, die muss ich haben, weil ich habe sie nicht. Und ich muss sie einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, ne? Ja, weil sonst habe ich immer das Problem bei NYX Bronzern, dass die mir zu rotstichig sind. So, aber die hier sind ja relativ kühl. Das stimmt. Ne? Da hat irgendwer sich hingesetzt und sich mal Gedanken gemacht. So nämlich. Und der sieht nämlich auch gar nicht verkehrt aus. Ich glaube, die gönne ich mir. So nämlich. Auch wenn ich wahrscheinlich nur drei Töne daraus verwenden werde. Aber ich nehme die. Ich habe gerade eine Palette von Essence ausgepackt, aber es ist nur ein Fändchen drin. Ja. Und deswegen musste ich auch gerade so lachen, wo ich dachte, okay, was stelle ich jetzt hier vor? Ja, das ist damals mal irgendwann gewesen, dass man sich die selber zusammenstellen konnte. Und das gab es als Lidschattenpalette und als Face-Palette. Ja. Also, ich stelle euch dieses kleine Fändchen vor. Die von Trend It Up, die Face Lights Highlighter and Bronzer Edition. Wo ist denn da ein Bronzer? Ist für mich eine komplette Highlighter-Palette. Ja. Nö. So, von Catrice habe ich hier nochmal eine Pro Slim Eyeshadow Palette. In der Farbe Hint of Mint. Einmal so. Da kann man schon ganz schön was machen. Ja, also ich habe auch gerade gedacht. Ich muss dir kurz ein bisschen nachkommen. Ja, kein Problem. Du darfst auch in meinen Schoß, wenn du willst. Ich glaube, die behalte ich. Die wird ja auch stehen, weil du bist ja auch so ein brünettes Menschlein. Und dann kommt das ganz gut, weil da sind auch ganz gute Farbkonstellationen drin. Hier habe ich einmal Trend It Up Color Cube. Die haben, also eigentlich die Trend It Up Color Cubes sind richtig schön, aber das hier ist mir zu dunkel. Das ist die Farbe 030. Jo. Also die sind wirklich qualitativ auch ganz fein. Orientieren sich, glaube ich, auch so ein bisschen an NYX, aber wie gesagt, für mich zu dunkel. Sonst gib mir die mal mit und ich guck mal, ob ich von zu Hause was in die Krabbelkiste tun kann. Steve Laurent, das ist eine Lidschattenpalette Wild Thing, wo ich mich damals auch geärgert habe, dass sie die Umverpackung von diesem Ding, dieses Pappding. Möchtest du mehr Platz machen? Bitteschön. Wieder so gucken. Da ist leider die Umverpackung hier nicht so schön. Das ist halt von innen eine ganz langweilige Nude-Palette nur. Sammy möchte gerne auch was haben. So. Wow. Also das ist auch so Blush, würde ich sagen. Also ich mag ja gerne Blush und ich mag auch super gerne krassen Blush. Mhm. Das finde ich schon wieder cool, ne? Ganz ehrlich. Ja, nimm sie dir doch raus. Also. Sammy stimmt dem auch zu. Also nochmal. So. Doch, also ich habe von dir ja letztens den Catrice
den Blush ausprobiert, wie heißt er noch, den Creme Blush. Mhm. Und da muss ich echt sagen, das ist das erste Mal, dass ich da überhaupt mit zurechtkam. Mit echt? Dem Creme Blush, ja. Ist das dieser Jenny? Ja. Ja, den habe ich auch noch, den hatte ich nämlich doppelt. Und da muss ich echt sagen, das ist der erste, wo ich mit klar kam. Cool. Ja, das freut einen. Doch. Ja, ich finde auch Cream-Produkte ganz cool. Wir werden ja nicht jünger, Madi. Weißt Nein. du? Ich werde jetzt im Mai werde ich 34 Jahre alt und die ein oder andere Falte hat sich bereits in meinem Gesicht eingeschlichen durch ungesunde Lebensweise und Co. Und da sind Cremeprodukte wirklich auch schmeichelnder. Das ist so. Bei okay. Puder setze ich ja. halt gerne einfach mal so hin. So, jetzt habe ich hier von Luvia die Secret of Amira Palette. Es ist ein feines Schätzelein, aber sie ist halt auch. Sie hat diesen wunderschönen Türkiston und diesen wunderschönen Blauton. Hältst du diese beiden Töne theoretisch zu, ist es aber auch schon wieder eine ganz normale Warmtone-Palette. Stimmt. Eine Dalton-Tasche, wo wir wieder bei Dalton sind. Mhm. Weißt du Bescheid. Oh, das ist die Accessoire-Tasche. Hä? Oh! Tipps? Nein. Es ist eine Tasche, die für irgendwen ist, Leute. Hier ist kein Name dran. Hier sind nämlich noch die Sachen von Katrin drin. Das ist nämlich für Kinder. Du hast Kinder. Ja. Okay, dann nehme ich das doch mal mit. Freundschaftsarmbändchen. Dann habe ich hier noch ein Halstuch. Ich trage keine Halstücher. Ich schon, aber nicht das. Sorry, wer auch immer das reingetan hat. Nee, das ist auch nicht so mein Stil. Wimpernzange? Auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin neugierig. Hello, Friend. Ich mach das jetzt auf, ne? Das ist Schoki. Creamy Chocolate. Wer hat denn da Schokolade reingemacht? Ist das vielleicht ein Dankeschön gewesen? Ich lasse das jetzt zu. Ich glaube, das hat jemand als Dankeschön für Katrin reingepackt. Ja, dann ding, ding. Sind wir schon an. Klar. Eine Goodiebox haben wir jetzt hier am Start. Das ist eine wunderschöne Schubladenbox. Sehr praktisch. Man sieht auch dort vorne, dass ich die auch gerne als Regalsystem verwende. Wow. Ärmel hochkrempeln. Die Party geht ab. Als erstes habe ich hier von Riva Loves Me den Holy Grails bei Maxime Whipped Cream Primer. Leute, wer hat ihn hier reingepackt? Ich finde ihn großartig. Ich nehme ihn raus. Also, das ist jetzt wieder meins. Weil, also ich liebe Catrice. Also wirklich, also ich bin halt auch eine, ich schmink mich jeden Tag. Ich gehe auch nicht ungeschminkt aus dem Haus. Noch nicht mal mein Kind morgens zum Kindergarten bringen. Es sei denn, ich gehe joggen direkt danach weiter. Ja gut, danach hast du ja sonst auch dein Gesicht auf den Knien, ne? Ja, also das mache ich dann nicht. Also wenn ich schon Sport mache, dann hat die Menschheit halt Pech gehabt, wie ich aussehe. So schlimm ist es nicht, Leute. Es ist wohl schlimm. Nein. Doch. Und wie gesagt, ich vertrage auch Catrice super. Hm. Becker Foundation. Wir sind alle so traurig, dass Becker leider nicht mehr auf dem Markt verfügbar ist. Ultimate Coverage. Also die hat auch eine richtig krasse Deckkraft. Ich hatte die auch schon mal in einer viel zu hellen Farbe. Das ist jetzt Ivory. Ja, das ist auch eine Foundation von Revlon. Mhm. Und habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt. Aber scheint auch sehr hell zu sein. Hm. Ein Primer von Revolution, der Star Primer, Water Gel Primer mit Anis-Extrakt. Das muss ich riechen. Boah, nee, riech mal. Das riecht nach Uso. Nee, gar nicht gut. Ich kriege gerade Flashbacks auf meinen 25. Das ist nicht gut. Wir waren letztens in der Sauna und der letzte Aufguss hieß, jetzt ist Schluss, ja. Er wollte uns einen Sambuka-Aufguss geben. Natürlich schüttet er kein Sambuka in den Aufguss, sondern hatte uns Anis. Und er hatte leider zu viel Anis dazu gegeben. Also schon beim ersten Aufguss
saßt du da und dachtest, wo bleibt die Luft? Du kriegst keine Luft, weil das so heftig war. Oh Gott. Und dann musst du da mal eben drei Schübe dann über dich ergehen lassen. Er sagte hinterher selber, ja, es war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber vor allem, du bist ja in dem geschlossenen Raum, volle Hitze, auf gar keinen Fall, ey. Ich glaube, ja, 90 Grad hatte die Sauna so an sich sowieso schon und dann mit Aufguss. Ich meine, ich liebe das, aber das war schon echt hardcore. Mhm. Das ist ein Serum Primer. Innisfree? Innisfree, das ist so eine koreanische Geschichte, glaube ich. Glaube ich. Ja, matt ist leider gar nicht meins, auch wenn die Farbe meins wäre. Also Rose Ivory ist voll meine Farbe. L'Oreal Infallible 24 Hour Matt Cover ist nicht meins. Matt ja, aber mit zu hell, glaube ich, oder? Ja. Aber da haben wir von Essence einen. Lass mich mal schnell gucken. Oh ja, Magic All-in-One, die Face Cream. Das ist so eine typische Geschichte. Passt sich allen Hauttönen an und sowas finde ich immer gruselig. Also bei mir wird das immer Simpson. Aber also quasi wie so eine getönte Tagescreme. Mhm. In elegantem Simpson-Gelb. Dann habe ich hier den Baby Skin Instant Pore Eraser von Maybelline. Ich habe Poren, jeder Mensch hat Poren, aber ich verwende eher so feuchtigkeitsspendende Primer. Ich habe hier von Altera ein mattes Make-up. Altera ist meins auch nicht. Nee, und Porcelain dürfte auch überhaupt nicht deine Farbe sein. Nee. Nee, nee, so gar nicht. Oh! Maddi? Ja? Die musst du haben. Okay. Musst du gleich nur mal kurz gucken, ob das deine Farbe ist. Skin Realist von Nabla ist jetzt in der Farbe 3 Medium. Die könnte ein bisschen gelb sein, aber mach die mal auf deine Hand. Ja. Weil ich liebe den Nabla Skin Realist. Der ist so gut, Leute. Das ist... Oh. Aber für den Sommer... Mega, 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 mega geiles Produkt. Der hält und der ist aber sehr dunkel. Aber weiß ich nicht, wie dunkel wirst du? Ja, also ich schmier mich ja schon mit, auch mit, ich mache ja jetzt schon ein bisschen Mogelpackung, ne? Also, Mogelpackung. So ein bisschen. Fake Tan. Ja. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Wenn der mir nämlich zu dunkel ist, meine Mama nimmt das. Ja, nimm, mega. Meine Mama, ist auch so ein Schminki. Auch mit ihren, lass mich jetzt lügen, 58. So jung ist deine Mom? Ja, meine Mama ist noch. Wow. Noch keine. Ne, gar nicht wahr. Wow, was labere ich denn? Eine stylische Oma. Sehr cool. Dann haben wir hier was drin von Rival de Loop. Das habe ich selber auch, aber in einer anderen Farbe. Kollagen-Make-up, ebenmäßiges Finish. Das ist eine Foundation oder eine leichte Foundation mit Kollagen. Das ist auch sehr schön für die Haut. Das heißt, du hast Hautpflege und Farbe in einem. Wie gesagt, ich habe das in einer 01 da und das ist jetzt die 02 Nude Sand. Ne? Color Shade, nein, Shade Range. Wo bist du? Oh, die Charlotte. Eine Foundation. Was hast du gesagt? Charlotte? Charlotte Tilbury. Okay. Auch sehr hell in Nummer Natural Dry. So hell ist die dann eigentlich nicht. Kannst du mal auch gucken. Die dürfte dir vielleicht jetzt sogar aktuell passen. Muss mal gucken. Oh ja, ist doch gar nicht so und das hell. Das ist halt auch eine, die relativ matt unterwegs ist. Ja, ich mache ja sowieso eigentlich nicht so glowy wie du. Und ich mag das ja auch. Wobei, die könnte jetzt gerade ein bisschen hell sein, oder? Ja, nee, ist nicht so. Ganz geil ist, ne? Ist so eine richtig gehypte Foundation. Okay, jetzt habe ich schon alles dreckig gemacht. Maddi. Echt? Was soll das denn? Schmuddelkinder. Schmuddelkinder. Hier habe ich von Nivea Hyaluron-Cellular Filler, auch das Shade Range Who. Deda, keine Ahnung. 01 Light ist dann die Farbbezeichnung. Hatte ich schon mal da. Ist eigentlich ganz geil, war mir aber, glaube ich, dann irgendwann zu dunkel oder so. Aber die ist eigentlich ganz cool. Ja, mag ich eigentlich schon. Aber wobei, vielleicht für meine Mama. Hat die Lichtschutzfaktor mit drin? Mama verwendet nämlich super gerne von Nivea die getönten Tagescreme-Geschichten. Ich glaube, ich frage sie mal, ob sie die haben möchte. Hier haben wir von Catrice ein Tinten-Serum, ein Foundation, Hyaluron und Vitamin E.
Auch sehr hell. Sehr, sehr hell. Sehr, sehr hell. 010 N, die habe ich auch. Und die haben wir auch noch in noch heller sogar hier drin. Oh Gott, was gibt es? Wie heißt du denn? Da steht auch der da drauf. 002 N. Also das ist wirklich für die, die so ein bisschen aussehen wollen wie die Wand. So, hier habe ich von Use Lift Tinted Action Cream. Das ist ein Produkt, was man auch mal bei Asam Beauty bekommen hat. Das gibt es auch nur in einer Farbe. Ist mir persönlich tatsächlich auch wieder zu dunkel, zu warm halt, ne? Weil ich bin kühl bis neutral vom Hautunterton. Du kannst mal gucken, ob dir die Farbe passt. Aber für mich ist die leider zu dunkel. Oh, das ist... Und sie so, ich habe da mal einen Kakao. Also, das ist ja schon, würde ich sagen, für eher die dunkleren Hauttonen haben. Ich weiß auch nicht, wer von uns sowas... Also ich meine, klar, wenn du das verblendest, ist es nicht so dunkel, aber es ist schon sehr dunkel. Das sieht mir aus wie... Face-Produkte. Und ich sehe schon etwas, was auf jeden Fall was für dich sein wird. Ja. Sowohl das als auch das ist was für dich. Das ist ein Setting Powder, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Matt. Das ist meins. Oh. Es ist nur leider sehr offen. Ja, da fehlt halt der Sponge. Ja, aber kann man wegpusten. Ja. Aber das ist schon, ne? Ja, genau. Wolke. Ja. Rivalde Lubiang, Pop Artist, den Bronzer. Die hatten wir immer in den Limited Editions drin. Ist das nicht süß mit der Pommes? Leute, ne? Das ist schon süß. Pommes. Ja. Ja. Und da haben wir einen Bronzer drin. Den habe ich aber tatsächlich auch, weil die hatten den immer wieder in den Limited Editions. Der ist schon geil. Das soll so ein Dupe sein zu dem Hula von Benefit. Allein von der Verpackung her. Das ist schon geil. So, was haben wir hier? Ist das ein Fixing Spray? Ja, MAC Fix Plus. Ist das eine gute Marke? Ja, ja. Also, ich benutze sowas. Ja, dann verwend das doch. Ich mag gerne die MAC Sprays tatsächlich. Hier ist irgendwas richtig schön eingetrocknet. Es rappelt im Karton. Tong. Von Glam Shop ist das wohl so ein Mono-Ding-Ding. Ist nichts für mich und es ist eingetrocknet. Das habe ich auch. Auch das könnte was für dich sein tatsächlich. Wobei das ein bisschen weiße. Das ist von Riva Loves Me, das Marshmallow HD Compact Powder. Ich lieb's. Also ich finde es super. Ich verwende das auch super gerne. Für mich funktioniert das 1A, weil das halt auch so einen Weichzeichner-Effekt auf der Haut macht. Und das gefällt mir ganz gut. Also musst du halt nur gucken, ob das für dich nicht zu weißelnd ist. Also das ist natürlich so dann ausgeblendet. Aber ich finde es ganz angenehm auf der Haut. Ist halt matt. Ich probiere es. Kannst ja mal ausprobieren. Ja. What have we now? Manakada habe ich hier am Start. Glow Illuminator Step 3. Das ist halt ja ein Highlighter, aber der ist ganz offensichtlich maximal zu dunkel. Das würde ich sagen, ist auch ein Bronzer. Yo, Eveline Cosmetics. Eveline ist eine polnische Drogeriemarke. Schon getestet? Ja, also Eveline sind echt schöne Sachen. Ich mag die. Und die haben eine gute Qualität, die fühlen sich auf der Haut total schön an. Ich mag vor allem die Foundations und so von denen auch richtig, richtig gerne. Und ein schöner Bronzer. Oder ist nicht so... Wobei das ist eher so ein Bronzer, also zwischen Bronzer und Blush, so ein Zwischending. Weil der auch so einen Peach-Einstich irgendwie mit drin hat, oder? Oder was Aprikum-mäßiges. Ja, es ist nicht nur so stumpf braun. Genau. Das heißt, du kannst den theoretisch als beides auftragen. Auf der Wange. Und von deinem Ton her wird es funktionieren. Sowas finde ich nicht so genial, auch wenn es Catrice ist. Ne? Das ist ein Face Gel Self Tanning. Sowas ist halt immer schwierig. Das kenne ich gar nicht, was das ist. Ja, das kannst du dir ins Gesicht machen und dann hast du ein Face Tan quasi. Ne? Und da musst du halt immer ein bisschen aufpassen. Da bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Das Face Gel Self Tanning. Nee. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier haben wir... Ein Puder. Von Hypoallergenic Bell. Das ist auch ein Puder. Das habe ich, glaube ich. Habe ich das nicht sogar reingepackt? Ist das nicht von mir? Da muss ich kurz gucken. Bingo! Haben wir hier. Das ist ein Blurring Powder von Glam Shop. Das habe ich auch und das mag ich auch gerne. Ich brauche aber kein Backup. Das ist auch wirklich super weichzeichnend. Ne? Ich mag das gerne. Es ist mattierend, es ist weich, es ist angenehm.
das einen leichten... Nee, das ist aber nicht ganz das, was ich habe. Ich habe nicht Bingo. Nee, ich habe nämlich das Süpki-Puder. Das habe ich. Ja, und das ist gut. Hier haben wir von Bella Pierre. Yeah. Ich glaube, das ist ein Blush. Vorsichtig. Ja. Ja. Es ist ein loser Blush. Also, nee. Den habe ich schon selber, Pixie, bei Petra. Das ist eigentlich ein Highlighter, auch wenn hier Blush draufsteht. Ist ein solides Produkt. Ne? Der beamt dich jetzt nicht weg von der Pigmentierung her. Ist halt ein solider Blush. Highlighter. Hier haben wir, glaube ich, ganz viele Nagellacke in dieser wunderschönen Asam Beauty Tasche. Da gucken wir jetzt mal so durch. Das machen wir jetzt, also das schneide ich nicht. Das, ne? Seht ihr am Ende, was wir rausgenommen haben. Oh, möchtest du deinen Lieblingsmensch? Nee, du gehst zu Nagelfee, ne? Ich gehe zu Nagelfee. So, aua. Wir haben Korean Beauty, das Geheimnis für einen makellosen Teint und perfekten Glow. Ein Buch? Nee. Nee. Miss Curly Jen. Die liebe Jenny bei uns in der Gruppe hat Miss Curly Wax.de und ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Miss Curly Wax.de. Da habe ich aber letztens erst eine Großbestellung gemacht, als ich ja für die liebe Sarah Isabel ein Geburtstagsgeschenk gekauft habe. Und deswegen werde ich mich hier nicht dran bedienen, auch wenn das so geil aussieht. Aber ich habe tatsächlich unten so viele Melts noch von ihr. Also Midsommar sieht super, super ansprechend aus. Und All for One wäre jetzt nicht so ganz mein Duft, weil der ein bisschen Zitrus mit was dabei hat. Die Viecher hier sind übrigens für Masken. Die müsst ihr einfach in Toner oder in Serum einlegen. Und dann werden die halt, und dann kannst du die aufs Gesicht packen. Und das sind Melts. Ja. Und du hast keinen Melt, Mama. Nein. Nein. Aber ihr könnt da gerne mal bei Jenny vorbeischauen. Die hat also ihre eigene Wachsküche und die macht echt super außergewöhnliche Düfte. Link in der Infobox. So, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich einen Karton von Jolifin. Von Catrice. Ein Lippenbalm. In so einem schönen, nudigen Rosa. Mir persönlich zu langweilig. Monolidschatten trage ich leider nicht, obwohl dieser Ton richtig schön ist. Aber der sieht aus wie ein Hintern, oder? Also wie ein sehr faltiger Hintern, ja. Aber wir sind ja sehr fantasievoll Leute, ne? Ein Lipgloss. Body Shop. Lipgloss ist auch nicht so meins. Dann haben wir hier, Achtung Leute, wenn ihr das aufmacht, ich hatte den auch schon mal, der ist sehr flüssig. Lipstick Matt, ja, das ist halt ein Liquid Lipstick von Ilikia Beauty und so wie die Verpackung aussieht, so ist auch das Produkt. Ist er denn austrocknend oder dass er so poppt hinterher? Nö, also der ist eher wässrig tatsächlich und der ist halt auch recht haltbar auf den Lippen. Probiere ich. Hier haben wir etwas sehr, sehr Glitzerndes. B8 Cosmetics Eyelights. Das ist ein Liquid Eyeshadow und das ist auch so ein duochromatischer, aber ich muss sagen, dass der mir ehrlich gesagt zu langweilig ist, aber ich bin ja auch ein bisschen verwöhnt. Von Danessa Myricks, von den Twin Flames und so, ne? Und bei mir ist halt das Problem, nicht jeder Liquid Eyeshadow bleibt auch wirklich auf dem Auge. Ich habe so eine schöne Falte, da flutscht das alles immer gerne rein. Das ist immer ein bisschen schwierig. Meins auch nicht. Nee. Von NYX. Ein Concealer. In Simpson Gelb. Nee. Ist, glaube ich, halt auch eher so ein Color Correcting Ding, ne? Also, boah. Der ist krass. Schon. Das ist Hardcore. Von MAC haben wir hier so ein schönes bräunliches Tönchen. Ein Lippenstift. Kann ich hier mal swatchen? Das ist schon dunkel, ne? Also das ist jetzt für mich, glaube ich, zu dunkel. Ich glaube, damit sehe ich dann sehr leichenmäßig aus. Hier haben wir auch noch einen Lipstick. Oh je. Ach du heilige Scheiße. Guckt euch das mal an. Also. Der ist pH-Reacting, also der passt sich deinem pH-Ton an. Es wird dann meistens pink auf den Lippen. Ach du Schande. Nee. Nee. Hier haben wir einen drin von, steht nicht drauf, aber ich glaube, wie heißt nochmal diese Pinsel? Vision. Ach Mensch, wie hieß das nochmal? Von Sigma oder so? Nein, Quatsch.
wie heißen die nochmal? Claudia Spectrum ist das, glaube ich, oder? Ja, so ein Rot, also Rot habe ich super viele da, brauche ich ja allein für Santa Claudi schon, ne? Der scheint aber noch neu zu sein. Nicht schlecht, Herr Specht. Brauchst du noch ein Rot? Ich glaube, der ist mir zu pfirsichmäßig. Wie wäre es dann vielleicht mit einem Beyond the Shadows Transparent Pigment Base? Oh, sowas ist eigentlich ganz cool. Das ist cool. Ich habe ja den NYX Glitter Glow, aber mal so Alternativen dazu sind ja gar nicht so verkehrt, ne? Ja, probiere ich mal aus, ob das was für mich ist. Weil ich, also in letzter Zeit fast zu jedem Lidschattenlook mache ich mir eine, also, ja, die ist richtig klebrig. Wow, krass. Mache ich mir so eine, so ein Glitter Glow drauf, einfach damit die Schimmerlidschatten besser halten und zur Geltung kommen. Cool. Hier habe ich noch einen matten Lipstick. Wet and Wild. Wow. Ist meine Farbe. Ich glaube, den behalte ich. Ja, dann. Von Pass habe ich hier was drin enthalten. Das ist ein Blush, ein sehr dunkler Blush. Der ist nicht so meins. Für mich ist der zu intensiv. Hier ist noch so ein kleiner. Auch von Max. Habe ich auch schon viele von da. Ist mir aber zu unspektakulär. Ach, ist der niedlich. Ach, ist der niedlich. Hier, Claudi. Ja, nee. Welche Farbe ist es denn? Velvet Teddy? Nee, Once Upon the Stars. Nee, ich habe, also von MAC habe ich schon wirklich, der ist süß. Von MAC habe ich auch schon zwei. Er möchte ein neues Zuhause haben. Ich probiere den aus. XX Revolution. Das ist eine Untermarke von Revolution und das ist ein Blush. Mit Schimmer. Ich glaube, der wandert schon eine ganze Weile mit, Leute. Der darf auch noch ein bisschen weiter wandern. Na, guck. Von Skin Division habe ich ein Illuminating Balm hier drin. Das ist dann wohl ein Highlighter, ne? Wenn der hier auch in der Make-up-Kiste drin ist. Ja. Das ist ein Highlighter. Das ist ein Highlighter. Aber wie martialisch groß oder? Also, die Wirkliche, ne? Ja, ja. Nicht kleckern, sondern klopfen. Genau. Das war mir zurückgekommen. Das erste Produkt, was ich hier von mir finde. Shade Your Light. Niemand wollte diesen Bronzer. Niemand. Der ist auch zu glänzend, ja. Halt, ne? Das ist das Ding. Schade. Den Highlighter von Catrice habe ich selber auch zu Hause. Greife ich aber eher wenig zu. Ja, der ist mittlerweile halt schon sehr intensiv, ne? Der ist schon geil gewesen, als er auch rausgekommen ist. Aber mittlerweile ist der halt zu bam in your face. Das ist mein erster Highlighter, den ich, Bronzer, den ich überhaupt hatte. Aber das ist jetzt ein Blush. Ein Blush von dieser Marke. Du hattest ihn vorgestellt und ich habe gedacht, wow, was ist das für einer? Und, leider ist er zu peachig. Leider nicht mein. Aber ich finde, die duften so schön. Ja, ne? Und ich mag diese Marke super gerne. Aber Formula. Ist auch nicht gerade, ja, was ist, ein bisschen teurer. Ja, ja, also in der Drogerie ist es schon etwas hochpreisiger. Ja, genau. Ja. Der ist aber auch wunderschön, Leute. Also das ist ein Highlighter. Wer ihn noch nicht hat, sollte ihn sich gönnen von Catrice, der Powder Highlighter. Der ist auch wirklich, also die Farbe, ich meine, das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Aber ist der nicht? Guck mal, siehst du dich in meinem Finger? Ja, aber ist es nicht so heftig? Wenn ich da nur ganz leicht reingehe. Der ist halt so schön. Ich meine, das ist jetzt natürlich krass, ne? Ja. Aber wenn ich nur ein bisschen reingehe und das ein bisschen drauf mache, der ist schon schön. Ich hab den auch. Irgendwie hier. Das ist meine. Der ist schon gut benutzt. Ich mag den. Der ist gut. Der war im Adventskalender. Der ist wirklich gut. Sehr empfehlenswert. Ja. Hier haben wir noch von Revlon. Was ist das für ein Blush? Revolution, das ist ungefähr der hellste Blush, den ich je gesehen habe. Ja. Also, was für cakey Mädels. Für ganz blasse Mädels. Ja. Also, das ist ein Highlighter für genau das Gegenteil davon, von Louvia. Oh ja. Der ist halt
halt zu Gold, ne? Ja, schade. Da habt ihr ein Video schon von gesehen von mir. Also die ist so gut. Superstay bis zu 24 Stunden. Tüdelü. Das ist diese neue Powder Foundation. Das ist jetzt hier in der Farbe 40. Ich habe die euch in einer deutlich helleren Farbe vorgestellt. Und finde die richtig gut. Die kann es jetzt hier nicht aufmachen. Eine schöne Powder Foundation. Die ist wirklich gut. Also quasi gebe ich mir das nur aufs Gesicht? Hm. Oder du machst es so, Sandra hat das zum Beispiel erzählt, die nimmt Puder Foundation und settet sich damit das Gesicht. Also quasi die Foundation damit. Das nochmal drüber, um nochmal zusätzlich Deckkraft zu haben. Ach so. Also ich finde die ziemlich geil. Bei mir hat die richtig gut funktioniert. Gutes Produkt. Viel zu hell. Ja. Also da wirst du, nee, den kann ich auch nicht tragen. Das ist schon heftig. Ich habe hier auch wieder einen Blush. Fitty kenne ich auch nicht. Wet n Wild. Das kann man tatsächlich nicht in der Drogerie kaufen. Das ist eine Marke, die kannst du entweder im Edeka kaufen oder kriegst die online. So, das ist von Catrice Strobing Brick. Leider hat der auch ein bisschen gebröckelt, deswegen mache ich den mal nicht auf. Das ist halt wie so ein Bronze-Leiter-Gedönsen. Also ich bin von diesen Strobing Bricks leider kein Fan. So, ein Blush Duo. The Beauty Crawl. Keine Ahnung, ich glaube, das kommt irgendwie von Pink Panda oder so, die Marke. Schon süß. Fenty Beauty lässt grüßen. Sie möchte ihr Hexagon zurückhaben. Das wurde gemobst. Und okay. Auch dieses Duo-Blush-Gedürzen wurde gemobst. Ja. Ist ganz süß, ist, ne? Ja. Ey! Brauchst du noch einen Handspiegel? Lieber nicht. Verwendest du Fake Lashes? Nein. Ja, da bin ich auch ein bisschen verhalten. Ich kriege das nicht so gebacken. Das ist von Leni Lash, die 139. Das ist, ne? Wir haben ein paar Lash-Mädels unter uns. Also die ein oder andere wird es cool finden. Und von Adele, die Naturals. Also wenn ich Fake Lashes verwende, dann zu Karneval. Wenn wir mit den Mädels losgehen und dann als Zebraherde durch die Gegend laufen. Aber sonst nicht. Das ist ein Augenbrauenstift von Essence. Da hast du auf der einen Seite ein Puder und auf der anderen Seite einen Stift. Und hier haben wir nochmal von Skin Chemists ein Rose Quartz Youth Defense Lip Plump Serum. Sackenteures Vieh, was mega geile Sachen machen soll. Hat, glaube ich, aber auch so ein Mentholgedönsen mit drin. Und irgendwie sieht er auch nicht mehr ganz so glücklich aus in seinem Leben. My Little Box, Estee Lauder. Mal gucken, was hier so drin ist. Ich mal einfach zieh einfach mal. Oh, was ist das? Disney Classic Catrice. Ein Serum. Das hier fand ich damals auch immer super interessant. Von Physicians Formula Rose All Day oder Rosé All Day. Oil Free Serum ist das. Brightens and Tightens. Ich dachte immer, es wäre auch ganz geil, um das mal irgendwie als Primer zu verwenden. Ich glaube, bei Schickimicki hatte ich das auch mal gesehen. Ich guck mal. Weil ich alle schon auf meiner Hand hier drauf habe, ne? Das hat aber auch Schimmer mit drin. Das sieht voll schaumig aus. Das ist ja spektakulär. Oh Gott, wie ist das denn? Das ist so holographisch, ne? Oh ja. Was ist das denn? Oh Gott. Das riecht voll geil. Also Claudia, ich glaube, da solltest du mal einen Look mit schminken. Ja, ich glaube, das probiere ich mal aus. Ja. Ja. Ich habe hier ein Lash-Shampoo. Für Wimpern. Kannst du Wimpern mitwaschen? Also nicht die, die du im Gesicht hast. Nein, also wenn du diese Lashes machen lässt. Ja. Das wäre was für Dani. Dani lässt sich die ja zwischendurch. Wenn die sich die künstlichen Wimpern aufsetzen lässt. Ja, das nehme ich für sie mal mit. Weil die dürfen ja auch nicht diese normale Gesichtsreinigung haben, sondern die müssen mit diesem bestimmten Shampoo die Augen sauber machen. Gucken wir mal. Dann haben wir hier was gegen Poren mal wieder. Ultra Minimizing Serum mit 10% Niacinamiden und 3% Evermatt, was auch immer Evermatt ist. Das macht halt die Poren optisch kleiner. Niacinamide sind mega geil, also komme ich auch sehr gut mit klar. Aber wenn ich das jetzt morgens unter meine normale Tagescreme mache? Ja, das kannst du machen. Das machst, also Serum machst du unter, ja, die, unter genau. Die Tagescreme, genau. Und das kannst du mal ausprobieren. Zack. Oh Gott.
Disciple Natural Hemp Gua Sha. Also das scheint aus Hanf ein Gua Sha Stein zu sein. Irgendwer hat einen Adventskalender ausgepackt, wo der wahrscheinlich mit drin war. Ne? Das ist eher Plastik als ein Stein. Ich meine, da kannst du auch eine Lymphdrüsenmassage mitmachen, ne? Aber nö. Wir sind ja etwas verwöhnt, ne? Wir haben doch alle schon unsere Rose Quartz Gua Sha Steine. Echt? Also, dies ist ein Parfum. Das riecht hier aus, oder? Findest du das gut? Ich weiß es noch nicht, weil ich das noch nicht so richtig an mir, also an... Nee. Man kann den Duft auch nicht so... Irgendwas von Oma, aber auch... aber auch irgendwie eingeschlafene Füße. Ja. Ne? Ja. Omas eingeschlafene Kokos, Füße. Kokos und dann... Floramara, was ist das denn? Ja, weiß ich auch noch nicht. Pocket Mister. Ein Taschenzerstäuber. Das ist praktisch. Ein was? Ein Taschenzerstäuber. Das, du nimmst dann das Parfum, was du hast, und machst dir das rein, damit du dein Parfum mitnehmen kannst. Entweder so oder halt... aber da also ist was drin. Oder? Echt? Kannst du nach oben rausziehen? Normalerweise nicht. Oh, dann nicht. Weil das kannst du nämlich hier unten auf deinem Parfum draufsetzen und das dann da einfach reinfüllen. Das ist voll cool. Nee, ist leer. Ja, habe ich auch ein paar von. Die sind total praktisch. Nehme ich, weiß ich. Ich habe bei der letzten Bestellung, die ich bei dir gefragt hatte nach deinem Parfum. Larisi. Genau. Ha! Gab es den ja gratis dabei. Mhm. Und einer ist immer bei mir an meiner Gürteltasche auf der Arbeit. Ist auch praktisch, ne? Ja. Ja. Und ich habe so zwei Parfums, die ich immer so verwende. Zack. Praktisch, praktisch. Sehr schön. Oh, wir haben ja auch tatsächlich offensichtlich Parfums. Eine 4711 Geschichte. Das ist ja jetzt hier diese Neuauflage-Geschichte, dass sie das ein bisschen spaciger gestalten. Remix Cologne. Das scheint aber jetzt nicht irgendwie. Hattest du das nicht auch schon mal? Das ist nicht meins, nee. Nicht geil. Nein. Moschus. Was ist das? Das ist auch ein Parfum. Eine Schokolade, eine weiße. Die wollte ich mir auch schon mal kaufen. Die gibt es nämlich auch bei Cosmetic for Less. Das hat sicher die Frühlingsrolina reingepackt, die liebe Alina. Darf ich mal sprühen? Gönn. Also, man kann es schlecht definieren. Nicht meins. Ich finde das zu zitrisch. Ja, irgendwas ist so... Ich bin auch eher so der Süße. Ich auch, schwer und süß. Mhm, ja. Puh, die Verpackung ist aber auch... Ja. Ich dachte, jetzt kommt hier ein süßer Schokoladenduft oder so. Leider nein, leider gar nicht. Nur eine Puff-Puff? Eine Puff-Puff. Last but maybe not least habe ich hier so eine Scheinverpackung. Ich vermute hier Haarprodukte drin. Und sie sollte recht behalten. Ich mache diese Scheingeschichte nicht. Das macht man doch irgendwie auch... Oh Gott, da muss man irgendwie sich mit einlesen und so. Da bin ich überhaupt nicht drin. Nee, ne? Leute, alter Schwede, das war jetzt hier, ne? Wir gucken jetzt mal, was wir jetzt Ausbeute haben. Denn ihr habt jetzt mit uns zusammen einmal komplett trashy auf links gedreht. Und jetzt gucken wir, was wir rausgenommen haben. So, zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein einziges Produkt zu mir zurückgekommen ist. Yay, denn die Charlotte Tilbury Foundation war doch nicht von mir, hat eben Jenny geschrieben. Und das, was ich rausgenommen habe, sind folgende Produkte. Ein Estee Lauder Nagellack, ein Kiko Nagellack, eine Becker Foundation, ein Wimpernshampoo, ein Trockenshampoo und noch ein Trockenshampoo, ein Haarlack, ein Primer und noch ein Primer, eine Foundation, ein Glitter Glue, ein MAC Lippy, der so winzig klein ist, eine Gesichtsmaske von My Little Box von Anastasia Beverly Hills, die Riviera Palette, die Essence Ho 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 Palette, die nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren endlich mal ihren Weg zu mir gefunden hat. Ebenso geht es mit der NYX Face Palette weiter. Eskaliert bin ich ebenfalls bei ein paar Proben.
Und den ganzen Gesichtsmasken, die einfach ungefähr alle hier geblieben sind. Und Taschen. Ja, ich weiß auch nicht, ist es auch total viel, sag ich jetzt irgendwie. Ein paar Gesichtsmasken, ne, kann man immer gut gebrauchen. Ein paar Paletten von Highlighter bis Lidschatten. Dann ein Puder. Einen kleinen Parfümstäuber und den Claudi empfohlen hat, den super guten, ja, Highlighter. Ich muss jetzt mal drauf kommen. Ein Lippenlipstick, noch einer. Ein Primer. Bodybutter. Ein Cleanser für unter die Dusche. Dann einmal eine Foundation, ein Fixing Spray und ein Serum, noch ein Powder, ein kleiner Bronzer und noch einmal eine Bronzer, ne, Lidschattenpalette. Ich muss jetzt mal gucken. Und noch eine. Und das war eine chemische Maske und die beiden Kinderartikel. Da wurde an die Jungs gedacht. Genau. Ja, das war doch mal ein winzig kleiner Rundumschlag, den wir uns gegönnt haben, mein Lieber. Ja. Ich werde die Box jetzt noch ein bisschen auffüllen und dann wird die ganz schnell weiter wandern. Die Box geht ganz schnell auf die Reise und ich schicke sie zu Nicole, also Nicole Nina Wien. Verlinke ich euch natürlich wie alle anderen Kanäle auch unter diesem Video in der Infobox. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt und werden gleich noch die Flasche zu Ende trinken müssen, denn die muss leer. Ne? Schön, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne, immer wieder gerne. Du weißt jetzt ja, wo es ist, ne? Ja. Das ist einfach nur einmal die Treppe hoch. Ja, wie die, für die tollen Produkte. Ja, du. Ne. Wir gönnen uns immer hart und verschönern uns gegenseitig. Das ist immer so cool, dass man einfach die Möglichkeit hat, ungeliebte Schätze weiterzugeben in ein neues Zuhause. Und es kommt ja nichts weg, weil das ist halt irgendwie so der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Jo, so. Ihr Lieben, wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst uns auch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ciao, ciao. Ich verlinke dir aber erst noch ein paar Videos. So hier die Trashy-Playlist und den neuesten Upload und so, was du nicht alle machen kannst. Und hier auf meinem Kopf, den halte ich hier auch mal hin, kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.